Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fight 2019. Wir machen heute weiter mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Ungarn. Let's go! Also im Training waren wir eigentlich tatsächlich, was die Top-Plätze, die ersten zwei Reihen angeht, chancenlos. Ich vermute, dass wir bei dritter, vierter Reihe irgendwo stehen. Guten Tag, liebe Rennfreunde. Heute stehen wir wieder am Ungaroring zum Qualify. Schon bald werden wir erfahren, wer das Setup für sein Auto perfekt hinbekommen hat und wer sich die Pole Position holt. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Hier zählen sowohl die Eigenschaften des Fahrzeugs als auch der Fahrstil. Es gibt eine Reihe von langsamen Kurvenausfahrten, bei denen die Hinterreifen jede Menge Energie übertragen. Die Fahrer müssen geschickt mit dem Gas spielen, damit die Reifen nicht zu sehr durchdrehen. Sonst besteht Rutsch- und Überhitzungsgefahr und die Reifen können stark verschleißen. So, also probieren wir mal eine Zeit zu setzen. Wir wollen ja, im Idealfall vorne in die erste Reihe. Also wir sind auf P1 natürlich. Wobei, ja, ganz vermutlich, dass wir das nicht auf die Reihe bekommen. Aber wir schauen mal. Bin mal gespannt, ob die Ferrari, also die Top-Teams sind mit... Alle waren Vettel, Verstappen, die alle ihre Software, drei Sätze Software verbraten haben in den freien Trainings. Na? Ja, wir setzen jetzt mal ein oder zwei Versuche. Dann mal im frischen Satz nochmal im letzten. Ja, ein bisschen weit rausgekommen. Kimi 20.9. Vorne sind wir schon mal. Das ist nicht gut gewesen. Okay, ich musste die Tür so aufmachen, damit ich nicht so rausrutsche, habe ich falsch die Kurve angefahren. 19.9 Vettel, also die Bestzeiten gerade fallen. Wobei wir gerade die Zeit von Vettel unterbieten. Gucken wir mal, ob es reicht, da vorne reinzuspringen. Direkt P20 sind wir momentan. Das reicht. 19.5. Yes. Naja, gut, dritter. Pff, der Bottas. 18.8. Was für Zeiten auf einmal fallen. Also ich glaube, auf die Pole haben wir gar keine Chance. Die werden wir wahrscheinlich auch nicht kriegen. Weil selbst wenn wir jetzt nochmal einen frischen Satz raushauen, die 18.8 da oben, die werden wir nicht kriegen. Ich glaube, selbst die 19.0 vom Verstappen. Ich habe mir gerade 3,2 Kilometer. Also das ist ein kleiner Anzeigefehler. Das haben wir nicht. Wir sind etwas schneller. 18. momentan. Also der Williams scheint wirklich der schnellste zu sein. Alexander Albon hier noch im Toro Rosso. In Real Life hätte er ja mittlerweile den Red Bull mit Antoine Pierre Gasly. Hm.
So, natürlich müssen wir jetzt ein bisschen warten, weil jetzt irgendwann gleich die ich glaube, jetzt ein paar Minuten verlieren, bis der zweite Versuch kommt. So. Ich mache mir noch mal kurz, verabschiede mich, lasse euch mal ein paar Minuten mit den Bildern gerade alleine. Ich denke, wir werden jetzt alle abbrechen. Aber wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Zweiter Versuch oder zweite Welle gleich jetzt steht an. Oder haben wir schon Anfang der zweiten Welle? Nö, noch nicht, ne? Wo sind wir denn momentan? Dritter. Oh, das passt ja. Wäre ich sogar mit sehr zufrieden. Das wäre die zweite Startreihe. Das wäre absolut in Ordnung. Was uns betrifft, wie gesagt, alles, was zweite, dritte Reihe ist, bin ich eigentlich zufrieden. So, Russell, der hat noch gar keine Zeit, deswegen ist er auch nur letzter. Fahren wir mal gerade mit ihm mit. So, fahren wir weiter mit George Russell an unserer Seite. Der muss jetzt, hat er zur Zeit gesetzt, aber steht natürlich auf 20 weiterhin. 28,3, erster Sektor, George Russell. Our best lap so far is a 119.5. Mit der 28,3 ist er bei einigen auf jeden Fall dabei. Da sind wir hier irgendwo bei Platz. Das könnte er, nachdem er so fährt, im zweiten Sektor. Also momentan hängt er da irgendwo bei Platz 12 und 14. Weil einige damit 28,3 gefahren sind. Wir haben noch 6 Minuten Zeit.
So, jetzt brauche ich nochmal selber eine Zeit zu sitzen. Vor allem, wenn jetzt gleich immer die zweite Welle kommt. We're 20th in the speed trap. 300.2 kilometers per hour. Da wollen wir natürlich jetzt immer hin. So, wir haben noch 4 Minuten Zeit und ich versuche noch einen Versuch zu setzen. Momentan sind wir auch noch Platz für P5. Hamilton, zweiter Versuch auf 1. Also, wie gesagt, ich habe gar nicht gesehen, was seine Zeit jetzt gerade hat. Wir sind momentan nur so eine 6. Also, wie gesagt, auch dritte Reihe wäre okay. Aber wir wollen natürlich nochmal eine Zeit setzen. Mal gucken, was unsere Zeit bringt. Fahrer vor mir. Vettel is ahead of you. Their best lap time is a 1 minute 19.5. 19.5, das wäre ungefähr die Höhe, die wir auch haben. Dann haben sie mir auf Kurs 19.3. Noch nicht bei weitem keine Bestzeit. Ein bisschen rangefahren an den. Das haben jetzt einfach werden, eine neue Bestzeit zu setzen hier oder eine neue gute Zeit zu setzen. Und hat aber auf dem Weg dahin. Bestzeit Sektor 2. Reicht das vielleicht sogar vorne, um auf 1 zu fahren? Jetzt. Yes. 18.6. Yes! Aber nicht für die Pole. Da schicke ich mich Bottas gerade nochmal zurück. Ja, wir haben es im ersten Sektor ein bisschen verbaut. Die Zeit haben wir im ersten Sektor liegen lassen. Im zweiten sind wir schneller, im dritten sind wir quasi auf einem Niveau. Ja, ich habe 5,88, der hat 5,88. So, wir haben noch 10 Sekunden, mal gucken, was denn nach den Zeiten kommen. Hamilton hat sein Feuer verschossen, Verstappen hat sein Feuer, ich glaube, da wird nichts mehr kommen von den Top-Teams. Wenn wir Glück haben, stehen wir erste Reihe. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Richter und Max Verstappen. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ja, passt doch. Bottas auf Pole, wir auf 2. Ist okay. Von der Zeit her, auch wenn es ein bisschen vermogelt war. Naja, kriegen wir hin. So, dann sind wir durch. Und dann würde ich sagen, okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja, hoffen wir mal, ne? Und wir sehen uns dann morgen wieder um 14 Uhr, wenn ihr Bock habt. Bis dahin. Und auf Wiedersehen dann mit dem Rennen zum Großpreis von Ungarn. Bis dahin und ciao bei Let's Play F1 2019. Bis dann. Ciao.